Diese paar Paraden von Jesus waren Glück, aber jetzt wird er eh nichts mehr halten. Ah, richtig gut gespielt und dann Jesus! Und Jesus! Oh, Jesus! Und wieder Spartatrag, Jesus! Und jetzt... Jesus! Oh, Jesus! Ja, Jesus! Und weiter geht's in der Folge... in der Karriere mit dem FC Bayern. Wir spielen jetzt in der Champions League gegen Sparta Prag. 6. Spieltag. Wir sind definitiv safe als Gruppenerster im Achtelfinale. Top-Torschütze mit 6 Treffern aktuell Cristiano Ronaldo. Außerdem in der Folge spielen wir noch gegen Hoffenheim. Und ich freue mich schon ganz besonders auf die Wintertransferphase, denn wir haben den Gabriel Marin verpflichtet. Ich glaube für knapp 37 oder 30 Millionen. Ja, 30 Millionen. Wochengehalt 15.000, 5 Jahre. Und ein paar hatten ja auch geschrieben, das ist irgendwie weil es kein Cavani mehr gibt, ist das jetzt der neue Cavani. Auf jeden Fall habe ich den gefunden als Talent und schaut euch mal die Werte an. Antritt, Sprint, das ist schon mal ganz nice. Und wir könnten ja definitiv einfach mal ein 4-4-2-System demnächst mit 2 Stürmern ausprobieren. Allerdings natürlich nicht mehr vor der Winterpause. Jetzt erstmal das Spiel in der Champions League. Goretzka erzielt Doppelpack beim FC Bayern-Sieg gegen Dortmund. Und auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, meine lieben Freunde. Ich will in diesem Jahr noch die 200.000 Abonnenten auf YouTube schaffen. Und es kamen auch in den letzten Wochen viele Vorschläge, was ich als 200.000 Abonnenten-Special machen kann. Und mir ist wirklich was... mir ist was mega Geiles eingefallen. Und zwar werde ich mir, sobald ich die 200.000 Abonnenten erreicht habe, die Haare blau färben. Also komplett. Ich habe ja mittlerweile lange Haare. Ne, hier bis zu den Schultern teilweise. Also genauso wie auf dem Bild hier, wie der Trainer. Und ich werde dann eine reiner Zufall Trainerkarriere aufnehmen, wo ich mir die Haare blau gefärbt habe. Das ist so mein 200.000 Abo-Special. Ja, falls ihr mich dabei unterstützen wollt, abonniert diesen Kanal, sagt allen euren Freunden Bescheid, was hier bald passiert. Aber jetzt das Spiel gegen Sparta Prag. Angebot für Schumacher ist zurückgezogen. Ja, wir haben da leider zu lange gewartet, aber Lille ist, glaube ich, für mich nicht so wirklich der richtige Verein, wo ich jetzt einen Torwart hinschicken würde, um diesen aufzubauen. Wir haben Post von Musiala. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Sparta Prag nicht auf der Bank sitzen werde. Ach, Jamal. Vor uns liegen wichtigere Spiele, völlig klar. Und vor diesem Spiel haben wir nochmal eine Pressekonferenz. Zansi. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. Auch von mir. Hallo und herzlich willkommen. Und auch heute wieder 3 Fragen, Zansi. Ich würde mal sagen, fangen wir an. Was erhoffst du dir von diesem Spiel? Ja, ein Sieg, 3 Punkte. Ich glaube, wir werden in der Liga, also so sieht es aktuell aus. Wir werden durchmarschieren bis zu Saisonende. Wir werden kein Spiel mehr verlieren. Wir werden den DFB-Pokal gewinnen und auch die Champions League wieder gewinnen. Nein, wir denken von Spiel zu Spiel und im nächsten Spiel wollen wir erstmal wieder den Sieg schaffen. Nächste Frage. Erwägst du Bankspielern Spielzeit zu gönnen? Ja. Ja, also... Generell bin ich ja sehr daran interessiert, den Kader, die Mannschaft zu rotieren, Bankspielern Spielzeit zu geben, völlig klar, aber auch Reservisten, den Reservespielern auch immer mal wieder Spielzeit zu geben. Das ist mir sehr, sehr wichtig und auch in der zweiten Halbzeit, ihr kennt ja die typischen Dreierwechsel, die ich mache, dass ich halt möglichst früh, wenn das Ergebnis es zulässt, immer junge, wilde Talente bringe. Das ist ja so meine Spielphilosophie. Und ja, solange der FC Bayern das natürlich mitmacht, solange der Erfolg stimmt, kann ich hier machen, was ich will. Okay, 3. Frage. Zuletzt habt ihr tolle Leistungen gezeigt. Kann das so weitergehen? Ja. Ja, ich gehe mal davon aus. Ich gehe davon aus, dass wir weiterhin tolle Leistungen zeigen werden. Wir werden auch wieder Spiele verlieren. Vielleicht auch mal 2, 3 Spieler in Folge nicht gewinnen. Das ist alles möglich. Wir können ein kleines Formtief fallen. Das ist ja Fußball halt, ne? Es ist halt... Sport sind Menschen. Menschen haben auch mal nicht so starke Phasen. Ist ja völlig klar. Es gibt Ups und Downs. Und ja, solange wir uns gegenseitig immer wieder abfangen, wenn einer von uns einen Down hat, dann sind die anderen da, helfen nach. Vielleicht kriegt ein Spieler mal eine Woche Pause, eine Spielpause oder kriegt mal trainingsfrei, um wieder den Kopf klar zu kriegen, um sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und dann kommt er wieder und ist voll ausgeruht. Im Moment funktioniert auch das einwandfrei in dieser Saison. Und ja, so kann es weitergehen. Danke für die Fragen, danke für die Pressekonferenz. Bis zum nächsten Mal.
Wir spielen zu Hause. Es sind alle Top 4. Renato Sanchez natürlich wieder von Anfang an. Allerdings könnte ich natürlich auch ein bisschen rotieren. So ein bisschen die Jugend forscht, den Reis, den wollen wir heute nochmal versuchen. Ja komm, Hübner darf auch mal von Anfang an heute. Und auch Nian Su, komm, der darf heute auch mal von Anfang an ran. Schumacher bleibt auf der Bank. Wir setzen jetzt mehr und mehr immer auf Jesus als Nummer 1. Und jetzt Legende, 6 Minuten Regen ab ins Stadion. Und da sind wir in der Allianz Arena. Der FC Bayern empfängt Sparta Prag mit dem Live-Kommentar von mir, von Ben Masterful. Ich werde zu FIFA 23 so ein bisschen die Charaktere, die ich spiele, ne? Also ich spiele ja auch quasi den Ben Masterful als Trainercharakter. Früher habe ich immer den Alf Puschen gespielt oder auch in der Spielerkarriere habe ich den Alf Puschen gespielt. Und ich werde demnächst noch ein paar neue Charaktere hinzufügen ab FIFA 23. Leute, da geht's richtig rund. Haltet euch fest, aber jetzt erstmal die Champions League-Hymne. Jawohl! Und jetzt! Ja, die Bayern-Hymne. Natürlich darf die hier auch nicht fehlen. Ist ja völlig klar. Oh, der Torwart mit langen Haaren gefällt mir gut. Gleich verpflichten. So ein Bilder im Tor mit langen Haaren, finde ich geil. Die, ja, Philipp Lahm, Vereinslegende. Ich hoffe natürlich, dass auf FIFA 23 da nochmal ein paar neue Vereinslegenden hinzukommen. Die Aufstellung der Bayern mit Jesus im Tor. Ansonsten wenig, naja doch, es sind ja 3-4 Veränderungen in der Startelf drin. Mit Hübner, mit Nian Su, mit Reis. 3 junge Wilde, 3 Nachwuchsspieler in der Startelf und jetzt die Aufstellung von Sparta Prag. Ja, komischerweise in der Champions League können wir neuerdings ja Jugend forscht dran lassen. Und in der Bundesliga versuchen wir natürlich weiterhin Vollgas zu geben. Gebe ich in der Champions League auch. Aber gegen solche Gegner, da kann man mal ein paar junge Wilde ranlassen. Anstoß für Sparta Prag. Wie gesagt, wir sind egal, ob wir verlieren, gewinnen, unentschieden spielen. Wir sind hier als Tabellenführer im Achtelfinale der Champions League. Aber ja, als FC Bayern, als Champions League-Sieger, da will man natürlich hier auch direkt wieder gewinnen. Und natürlich ungeschlagen in die nächste Runde kommen. Ist ja völlig klar. Sanchez. Auf Kimmich, auf Hübner. Was macht er? Flach und hart auf Kimmich, schade. Und wieder die Bayern, Hübner. Ah, aber er bleibt im Ballbesitz. Ronaldo, Hübner, ganz stark Sergino Dest ins Spiel gebracht. Die Flanke kommt nicht. Ganz stark auf Ronaldo das Ding und nein. Schön von Sergino Dest, aber es reicht nicht für die Führung. Viertelstunde rum. Goretzka, Hübner, schade. Viertelstunde rum, immer noch 0-0. Und Sparta Prag, oh Jesus, war dran, aber gibt Gelb für Pesek, würde ich, oder Pesek, keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht. Eckball für Sparta Prag, raus, raus. Oh, ganz stark Sergino Dest. Und jetzt geht's ab mit Hübner. Nee, geht nicht ab mit Hübner. Und Reis im Zweikampf. Eieiei. Ja, zustellen. Mehr oder weniger war das ganz okay. Und dann gibt's Abstoß. Ronaldo, Sanchez, Goretzka. Und das erste Mal Jeremy Doku. Aber der holt hier nur den ersten Eckball raus. Wir versuchen es natürlich per Kopf, diesmal mit Renato Sanchez. Abschuss. Und Sparta Prag, nein. 0-1 nach 30 Minuten. Jesus das erste Mal geschlagen. 1-0 für die Auswärtsmannschaft. Mannschaft für den krassen Underdog heute.
Vielleicht haben wir doch ein bisschen zu viel gewechselt. Aber es stimmt. Ah, hier. Der war einfach viel zu frei. Reis weiß gar nicht so richtig, wo er da hinlaufen soll. Und somit 1-0 durch Wiesner. Und wieder Sparta Prag. 4 Minuten nach der Führung. Ja, Mitte gut zustellen. Theo. Kein Elfmeter verursachen hier jetzt. Das wäre natürlich die absolute Vollkatastrophe. Und die Bayern mit Hübner. Nicht der schnellste. Ah, und oh, der kommt auf Ronaldo. Ja, mehr oder weniger Zufallsprodukt. Eingeleitet durch Hübner. Ja, der war einfach... Okay. Jugend forscht und dann Ronaldo, der nutzt das natürlich aus zu seinem 7. Champions League Treffer, noch 10 Tore und er hat seinen eigenen Rekord wieder eingestellt. Ob er das noch schafft, wir werden es in den nächsten Wochen erfahren. Ja, da ist er, Ronaldo. Wahnsinn. Und Renato Sanchez, Kimmich, wieder Hübner, der bringt die Flanke auf Kimmich, schade. Sanchez, und das ist wieder Ronaldo. Ganz stark gespielt, Jeremy Doku hat Zeit und... Nee, kein Glückstreffer. Zweite Halbzeit läuft. Sparta Prag, die fangen hier gleich stark an im eigenen Stadion. Also muss ja auch überlegen, wir spielen hier zu Hause und Sparta Prag, die machen da so eine Art Heimspiel draus aus diesem Spiel. Habe ich so auch noch oder nicht so oft erlebt. Leon Goretzka. Ah, was war das denn schon wieder für ein Käse? Wir kommen hinten nicht raus. 55. Minute. Selbst Doku am 16er mit am Verteidigen. Reis, jawohl. Und jetzt Konter. Konter 1000, Fragezeichen. Auf Ronaldo, jawohl. Bilderbuch Konter, Cristiano. Ronaldo. Jeremy Doku. Reis auf Ronaldo, der Versuch. Nochmal Ronaldo, nein. Und Theo klärt. Hinten, ich glaube, wir brauchen gleich mal so ein bisschen frischen Schwung. Ja, Reis, das gefällt mir da hinten links natürlich. Also, dass das Niveau heute so hoch sein wird, damit habe ich natürlich vor dem Spiel jetzt nicht unbedingt gerechnet. Vielleicht hätte ich damit rechnen müssen. Letztes Spiel für Prag hier in der Champions League. Wir werden wechseln. Ja, ich habe keine andere Wahl. Ich muss einen Fonzie Davis bringen. Ich denke mal, auch ein Musiala wird hier dieses Spiel nochmal bereichern können. Und dann brauchen wir heute mal einen Leroy Sané über rechts. Gute Chance nochmal von Sparta Prag kurz vor dem Wechsel. Und dann ist es auch schon soweit. Der FC Bayern wechselt Sané, Davies und Musiala ein. Das klingt doch ja, wie bei einer Weltklasse-Mannschaft. Oh, Jesus! Eckball Sparta Prag und Davies klärt erst einmal hinten. Vorne wartet Leroy Sané, der hier den Ball leider nicht bekommt. Und wieder Sparta Prag, Jesus! Absolute Glanzparade. Und jetzt müssen wir kriegen es nicht hin, zu kontern. Jetzt vielleicht nochmal. Junge, Junge, also hier ist Pfeffer drin. Die machen uns kaputt. Davies, Musiala mit Ronaldo. Nein, er kriegt den nicht rüber auf den Flügel. Spielinfo, Ballbesitz haben wir gerade mal 47%. Okay, mehr als erwartet. Und jetzt Dest auf Leroy Sané, Viertelstunde vor dem Ende. Vorne wartet, nein. Das war schon wieder so eine Kacke. Sané sieht Davies. Nee, das ist Jeremy Doku. Oh, Foul. Ja, Foul an Ronaldo. Und jetzt gibt es wieder die Möglichkeit auf einen Freistoß. Wie in der letzten Folge gegen Borussia Dortmund. Natürlich wird Ronaldo diesen Freistoß ausführen. Und ich versuche es natürlich. Wie in der Dortmund-Karriere. Warum war der jetzt drüber weg? Weiß das nicht.
nicht in der Dortmund-Karriere, im Spiel gegen Dortmund ging ja ein Ronaldo-Freistoß ins Tor. 82. Spielminute, Eckball für Sparta Prag. Kriegen wir den irgendwie raus? Ja, mit Jeremy Doku. So, der hat noch Power. Komm. Oh, der hat aber... Ja, jetzt. Jetzt zieht der Turbo. Der K04-Turbolader. Die Flanke kommt an den... Nein. Schlechter Laufweg. Ach, Mann. Ganz stark von Davies. Vielleicht jetzt nochmal die Möglichkeit auf Jeremy Doku. Ronaldo Sané. Junge. Leroy Sané mit dem 2-1. Kurz vor Schluss. Ja, abgefangen von Musiala und dann natürlich auch hier richtig schön gespielt und Sané. Guck mal. Ne? Fonzi Davies leitet ein. Musiala. Okay, Davies weiß ich jetzt nicht mehr. Aber irgendwie war Davies da. Musiala und Sané. Alle drei, die ich gewechselt habe. Und jetzt steht es hier 2-1 für die Bayern. 90. Minute, Freistoß, Sparta Prag mit Langhafer in den 16er. Könnten sie vielleicht nochmal gefährlich vors Tor kommen? Sie kommen gefährlich vors Tor, aber es gibt nur Abstoß. Die letzten Sekunden laufen, Ballbesitz Bayern, auch wenn wir nicht viel davon hatten heute. Ja, Ballbesitz ist heute nicht unser Spiel. Also wir haben da echt Mühe und Not. Irgendwie was... Ah, sie kommen nochmal, Zeit ist abgelaufen, also meinetwegen Kante. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Zurück zum Keeper. Komm, Herr Schiedsrichter. Ja, der Schiri hat ein Einsehen. Wir gewinnen das 6. Champions-League-Spiel in Folge. Knapp und unverdient. Es ist aber egal. Wir haben es gewonnen und ich habe dieses Spiel total unterschätzt. Ich habe gedacht, das wird noch mal so ein Show laufen. 5-6-0 am Ende. Aber nee, jetzt mussten wir das Ding nach Rückstand drehen und das war ein hartes Stück Arbeit. Sané sichert den Sieg. Weiter geht's in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Wir haben Post von Möller. Es ist fantastisch. Okay, Outtakes. Es ist fantastisch, dass Sie mich so oft einsetzen. Danke für die Chance. Lieber Daniel, ich finde das super. Ich bin stolz auf dich. Mach auf jeden Fall genauso weiter. Und wir haben Post von Musiala. Hey Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben und mich spielen lassen, wenn ich in Form bin. Das rechne ich Ihnen hoch an. Jamal. Bleib auf dem Teppich. Angebot für Schumacher zurückgezogen. Was? Und Turnierpreisgeld 27 Millionen fürs Erreichen des Achtelfinals in der Champions League. Und jetzt 15. Spieltag gegen TSG aus Hoffenheim. Anschließend haben wir 2 Tage Pause und dann spielen wir schon gegen Schalke 04. Geänderter Spieltermin. Wir haben nochmal Post. Also die Begegnung von Wolfsburg gegen Bayern wurde verlegt auf den 24. Februar. Und wir haben heute noch gar nicht, ja, uns um die Verträge gekümmert. Ja, Möller zufrieden, Ronaldo zufrieden, Sané. Ah, der will natürlich Teamrolle, dann Schlüsselspieler haben. Das können wir uns aktuell noch nicht leisten. Hübner ist mit seiner Spielzeit nicht zufrieden. Madueke top zufrieden. Doku mit seinem Vertrag nicht so ganz zufrieden. Das werden wir ändern. Ja, da geht's schon los. Roll im Kader, Schlüsselspieler. 3 Jahre zusätzliche Laufzeit, keine Freigabesumme und jetzt geht's ums Gehalt. 105.000 wöchentlich, das ist krass, aber wir können uns das definitiv leisten. Auch Nianzou ist mit seinem Vertrag und mit seiner Spielzeit und auch mit der Spielerleistung nicht so wirklich zufrieden. Upa ist auch nicht zufrieden. Der will bestimmt auch richtig fett Kohle absahen. Hernandez ist zufrieden. Reis ist auch nicht zufrieden. Immerhin +2, seitdem er ein paar Einsätze bekommt. Aber ich denke mal, ich werde Upa Meccano auf jeden Fall behalten, auch in der nächsten Saison. Ja, das Problem. Es geht los. Alle wollen sich Schlüsselspieler als Rolle im Kader. Und ich sag euch, wie es ist, wie ich es denke. Es wird später zum Problem werden, deswegen die Verhandlung beenden. Wir können nämlich nicht 22 Schlüsselspieler im Vertrag in der Mannschaft haben. Wir spielen jetzt erstmal zu Hause gegen Hoffenheim und wir müssen rotieren. Wir müssen nämlich wieder einen Außenverteidiger schonen. James kommt für Sergino Dest. Ja, die Frage ist, was machen wir mit Upa, was machen wir mit Nianzou, welchen, ja, am liebsten würde ich beide durchtauschen. 2 oder einen neuen Innenverteidiger holen in der nächsten Saison, der vielleicht eine Rolle Rotation hat. Oder 1, 2 Innenverteidiger aus der eigenen Jugendmannschaft holen. Madueke startet heute wieder, wir werden Musiala wahrscheinlich wieder einwechseln. Ja, ansonsten keine weitere Rotation, Jesus im Tor. Und jetzt Legende, 6 Minuten Regen ab ins Stadion. Und da sind wir dann auch schon.
Spieltag 15, 15, 16, 17. Also nächste Folge sind wir auch schon in der Winterpause. Live-Kommentar von mir von Ben Masterful. Ja, und deswegen, Ben Masterful gibt es ja quasi in diesem FIFA 22 mit zwei Versionen oder als zwei Versionen. Einmal ich hier mit Cappy und einmal der Trainer Ben Masterful mit dem dünnen Stirnband und den langen offenen Haaren. Ich werde das in FIFA 23 wieder ein bisschen anders machen. Also Ben Masterful bleibt dann wieder der Typ mit Cappy, auch in der Karriere, wie ich es jetzt in Dortmund wieder geändert habe. Also in der Dortmund-Karriere trägt der Trainer Ben Masterful ja auch wieder Cappy. Aber ich werde in FIFA 23 mir nochmal ein, zwei neue Charaktere auch für die weiteren Karrieren ausdenken. Die Aufstellung der Bayern, 4-3-3-System. Oh, ansonsten keine Änderungen. Ronaldo gibt ja die Gerüchte, dass er uns schon wieder verlassen könnte am Ende der Saison. Und die Aufstellung der Hoffenheimer. 4-2-3-1 heißt es hier auf dem Papier. Oh, Bellarabi, dass der noch spielt. Alter, der muss doch auch schon fast 40 sein, der Typ. Bebu auf der Bank, verstehe ich nicht. Ist eigentlich ein richtig guter, stabiler, beweglicher Spieler immer gewesen. Anstoß für die Bayern, Ronaldo, der ist natürlich wieder heiß, heute 1-2 Tore zu erzielen. Madueke durfte sich ausruhen unter der Woche in der Champions League, deswegen hier heute absolut Vollgas. Ja, oh, ja, Notbremse, nee, sieht der Schiedsrichter anders. Der Raum mit der 17 kriegt Gelb. Cristiano Ronaldo wird hier natürlich gleich versuchen, seinen ersten Freistoß unterzubringen. Der war zu harmlos. Und wieder dieser Nonny Madueke. Schade. Den Trick in die Mitte ziehen, mit links abziehen, den kennt man schon aus der Robbenzeit. Aber man kann ihn immer mal wieder versuchen. Ab und zu kommt man damit immer noch durch. Renato Sanchez mit Auge, mit Übersicht auf Jeremy Doku. Ja, das Spiel wird schnell gemacht auf Goretzka und Baumann. Sanchez. Ja, Madueke, kein Abseits. Ja, er empfiehlt sich hier. Madueke mit dem Abschluss. Boah, Wahnsinnsaktion von Nonny Madueke. Ganz stark von Ronaldo auf Leon Goretzka. Der legt sich den Ball allerdings sehr weit vor. 20 Minuten sind rum, wieder kein frühes Tor. Wie eben auch in der Champions League läuft es erstmal relativ ausgeglichen. Wieder wenig Ballbesitz, nach 20 Minuten nur 46%. Oh, ich dachte schon, jetzt wird's gefährlich. Aber sie haben das Ding nicht so spielen können, wie sie wollten. Vorbei an Hernandez, an Theo. Und jetzt Jesus. Ecke kommt von Stiller. Wow, da kommt er angerauscht. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass Oscar da drankommt. Hier nochmal. Ich dachte, das Ding ist safe damit. Mit Doku. Halbe Stunde ist rum. Und wir haben aktuell, ja, wenn was geht, dann nur einfach mal so ein bisschen Überruckaktionen. Leon Goretzka. Nee. Und Ronaldo, der hat natürlich auch. Okay, ja, ja, der hat hier. Der will zeigen. Kommt, Jungs, macht doch mal was hier. Ronaldo. Und jetzt ist es Goretzka. Nein. Sanchez. Ja, keine freie Schussbahn. Ah. Alter, 40 Minuten sind rum und das sieht, ja, von der reinen Statistik her sieht es nicht gut aus in diesem Spiel. Jetzt mal vielleicht auf, ja, Sprinter Kimmich. Da hinten kommt Doku. Ja! Ja. 1-0 Bayern und es war wohl noch nie so unverdient. Also in dieser Folge sind wir wirklich nicht drin. Ich meine, wir haben Champions League. Ja, hier Kimmich, der läuft so schnell. Otterpass ins Stolpern. Und dann natürlich per Kopf ins lange Eck. Puh. Ja, da muss ich sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall ist das hier mal völlig unverdient. Wow, Jesus! Jesus lebt. Und er hält. Halbzeit, die brauchen wir. Ganz stark gespielt auf Fonzie Davies. Zweite Halbzeit läuft.
Fonzie Davies sieht am langen Pfosten. Madueke 2-0 Bayern. Ja, ich würde mal sagen, wir haben den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt. Meine Flügelspieler richten es heute. Einfach toll. Sensationell hier nochmal. Die Flanke kam. Also sowas von perfekt. Kommt im richtigen Moment auf. Also so schön und einfach kann Fußball sein. Also das war, ja, diese Perspektive ist zum Kotzen, weil man nichts mehr sieht. Aber wir führen 2-0. Jetzt brauchen wir nur noch ein Tor von Cristiano Ronaldo. Ah, gibt Eckball. Nee, gibt Abstoß, was ist denn da los? Ja, den haben wir da hinten wieder mit Mühe und Not. Der Affe war tot. Und jetzt auf Renato Sanchez. Ja, der, ja, der macht einfach. Der macht einfach. Ja, ich hatte schon, weil der Keeper erst so getan hat, als würde er rauslaufen. Und dann ist er doch nicht rausgekommen. Deswegen bin ich da auf Lupfen gegangen. Nochmal Cristiano Ronaldo. Und der ist drin. Was ist das denn hier? Hallo, FIFA. Ah, okay, wir haben das Ziel verpasst, aber ja, da macht Ronaldo ihn rein zum 3-0 für die Bayern. Also jetzt mit dem 1-0 war es ein bisschen, ja, Hoffenheim gebrochen und jetzt Ronaldo-Rufe. Ist das schön. Danke, danke, danke. Wir werden wechseln. Wir bringen Upamecano, der ist aktuell nicht ganz so zufrieden. Wir bringen, einfach weil wir mal wieder können, den Schumacher. Und jetzt wird's natürlich tricky. Ich denke mal, wir bringen heute mal den Hübner für Doku. Oh, der Kimmich, saustark. Und jetzt Renato the Beast. Ach, der Pass war Mist auf Cristiano Ronaldo. Der macht's besser auf Nonny Madueke. Mist. Ja, hier ist es. Also im Moment hält er wirklich alles. Zumindest in diesem Spiel hält er tatsächlich bislang alles. Absolut Wahnsinn. Leon, Bizeps, Goretzka. Sanchez, er wollte auch mal. 20 Minuten noch. Und wieder Jesus. Nein, das Spiel, der Ball geht ins Aus. Und jetzt kommt der Wechsel. Oh, das ist auch mal eine geile Aufnahme hier. Vielleicht könnte man da was irgendwie für Thumbnail nehmen. Aber jetzt kommt der Wechsel. Ah, vielleicht war Jesus deswegen angezeigt hier oder wurde angezeigt, weil jetzt kommt der Wechsel für von oder von Schumacher. Auch wenn er verliehen wird. Zwei Spiele hat er noch, um sich hier zu beweisen, der Schumacher, um einen Verein für die Rückrunde auf Leihbasis zu finden. Sanchez, Ronaldo. Ah, oh, Ronaldo. 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 Okay, also er erzielt dann doch noch seinen Doppelpack in der zweiten Halbzeit mit der 2-0-Führung. Dann Doppelpack Ronaldo. Ja, mit dem 2-0 läuft es halt einfach einfacher. Ist ja so, ne? Hier nochmal, Ronaldo nimmt sich den Ball. Ja, und dann, ja, macht er ihn einfach. Das war jetzt nicht wirklich besonders schwer. Und die Fans sind auch wieder am Start. Oh, nochmal der... Oh, Schumacher! Aber war... Wäre eh abgepfiffen worden hier 10 Minuten vor dem Ende. Vielleicht hat Schumacher sich mit dieser Parade empfehlen können für einen Verein in der zweiten Bundesliga, wo er Stammkeeper ist die ganze Rückrunde. Das ist so mein Ziel, wo ich ihn eigentlich hinkriegen möchte. Jetzt nochmal Hübner, von dem haben wir bisher auch noch nicht so viel gesehen. Wir probieren es einfach und der trifft. 5-0 für die Bayern. Also die erste Halbzeit war sowas von krass.
Wir waren so unterlegen. Und jetzt in der zweiten Halbzeit geht Hoffenheim komplett unter. Wirklich komplett. Gefühlte 20% Ballbesitz gehabt. Tatsächlich waren es so 46 in der ersten Halbzeit. Und jetzt, wir haben nicht viel mehr Ballbesitz. Vielleicht sind wir jetzt bei 50-50. Aber die Dinger sitzen auf einmal. Nochmal Madueke. Der kann ja mittlerweile auch ganz gut laufen. Wir versuchen es auf Hübner. Hübner. Oh, Ronaldo! Oh, was ist denn hier los? Also in jeder Folge gibt es einen anderen FIFA-Bug oder was? Ja, am Ende ist es dann doch. Ist es ein Ronaldo-Hattrick? Nee, ne? 3-0, 4-0, 5-0 war Hübner. Okay, aber auf jeden Fall ein Dreierpack in einer Halbzeit. 3 Tore von Cristiano Ronaldo. Da haben wir doch unseren Titel für die Folge. Ich schreibe einfach nur Hattrick. Stimmt zwar nicht, ist Clickbait. Clickbait so hart, ist mir aber völlig egal. 90. Minute ist jetzt vorbei. 25 Tore in 15 Spielen, also. Nice. So, jetzt wollen wir das Ding noch zu Null halten. Also wer hätte nach der ersten Halbzeit gedacht, dass wir das Ding hier irgendwie so krass überzeugend gewinnen können? Ich nicht. Aber wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, warum Hoffenheim so krass nachgelassen hat in dieser zweiten Halbzeit. Also zwei völlig verschiedene Halbzeiten. In der ersten hätten wir auch 2-3-0 zurückliegen können. Ne, dann wäre es in der zweiten Halbzeit auch anders abgelaufen. Aber so muss man einfach sagen. What? Was ist hier passiert? Ronaldo mit Dreierpack. Bisher nur eine Niederlage, die war gegen Leverkusen. Wir haben jetzt schon 11 Punkte Vorsprung auf Leipzig. Also das ist krass. Weiter geht's gegen Schalke in der nächsten Folge. Und außerdem 17. Spieltag gegen Union Berlin. Dann ist Winterpause und dann hoffe ich natürlich, dass wir irgendwie nochmal das ein oder andere junge Talent bekommen. Ich trainiere ja auch noch den Schinkel um. Ich meine, zum Innenverteidiger brauche ich ihn aufgrund der Größe und seines Gewichts nicht trainieren. Aber aufgrund der, ja, Geschwindigkeit, die wir natürlich noch ein bisschen trainieren können, wäre er zentral vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, aber Julian Kühn müssen wir nochmal abwarten. Dann haben wir einen Tobias Meyer. Auch da müssen wir nochmal abwarten. Und Peter de Hoorn. Ja, da weiß ich auch nicht. Dann haben wir noch einen Ralf de Witt. Das würde mich freuen, wenn der sich noch ein bisschen vom Potenzial her nach oben entwickelt. Dann hätten wir auf jeden Fall einen richtig tollen Links-Rechts-Verteidiger für die nächste Saison. Also ab 70 Guess, vielleicht auch so 68, 67 Guess. Also wenn der sich noch ein bisschen entwickelt, ja, dann würde ich hier irgendeinen Außenverteidiger verkaufen und den als alleinigen Außenverteidiger Backup behalten. Ansonsten im Jugendstab, da warten wir natürlich nochmal auf weitere Vorschläge, beziehungsweise der Theodor Werner ist gar nicht unterwegs. Wo ist denn der Toni aktuell unterwegs? In Deutschland, da sind jetzt noch Nick Kosche und Eike Neumann. Da würde ich nochmal weiter abwarten. Und ansonsten schicken wir den Theodor Werner einfach nochmal los. Aus welchem Land kommen denn immer die guten Verteidiger? Wo hätten wir denn mal wieder einen guten Verteidiger her? Ah, Albanien, Italien. Ich wusste gar nicht, dass man zum Beispiel auch in der Türkei scouten kann. Wir gehen in die USA. 3 Monate Typ. Nehmen wir mal starke Physis. Wir wollen nämlich einen echten Innenverteidiger haben. Und das soll es dann auch schon für diese Folge gewesen sein. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf alles von euch, auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dann, tschüss.